Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr zu diesem Teil meines Let's Play New Pokémon Snap gefunden habt. Dieses Video ist das 7. 4-Sterne-Guide-Video. Ich zeige euch, wie ihr im Wandelwald von Bellos alle 4-Sterne-Bilder machen könnt. Außerdem ist es bei allen Pokémon möglich, eine sehr hohe Punktzahl und somit Diamantbewertung zu bekommen. Los geht's! So, wir kommen jetzt zur nächsten Strecke auf Bellos, und zwar den Wandelwald. Und wie wir sehen, diese Strecke hat's in sich. Die ist mal auf einer anderen Art und Weise komplex. Diese Strecke ist aufgebaut aus 4 Sequenzen. Wir haben zuerst die Anfangssequenz, dann kommt gefolgt die Jahreszeitensequenz, bestehend aus Herbst, Sommer, Frühling und Winter. Da können wir mit jeder Fahrt immer nur eine dieser Strecken auslösen. Wie wir zu der jeweiligen Strecke kommen, erkläre ich euch gleich. Dann kommen wir immer zu dieser Strecke. Und dann gibt es zwei alternative Endstrecken. Einmal das hier, das ist das Standardende, wenn man einfach durchfährt. Das hier unten ist die alternative Strecke, die man freischalten muss. So, als allererstes, wie man zu den verschiedenen Strecken kommt. Auslöser hierfür ist das Psyana im allerersten Bereich. Wenn wir hier erstmal die ganz normale Strecke fahren, gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir mit Psyana interagieren können. Einmal, wir werfen ihn einen Lumina-Orb zu und einmal, wir werfen ihn einem Apfel zu. Sonst nichts machen, keine Fotos machen, keine Scans durchführen und mit dem Apfel auch nicht abwerfen, sondern nur vor es werfen. Wenn wir dann das Psyana mit der Lumina-Kugel abwerfen, gelangen wir zum Sommer. Das seht ihr auch später nochmal im Video, da zeige ich euch im Video, wie das funktioniert. Wie gesagt, Lumina-Kugel, normal, nicht abbiegen, ist Sommer. Und wenn wir dem Psyana einen Apfel zuwerfen, dass es diesen isst, dann landen wir im Frühling. Wenn wir dann hier die alternative Route einschlagen, bewegt sich auch das Psyana hierhin. Und hier ist wieder Lumina-Kugel und Samtapfel. Bei der Lumina-Kugel landen wir hier unten im Winter. Und beim Samtapfel landen wir hier oben im Herbst. Wie gesagt, danach folgt diese Strecke. Dann gibt es hier einmal, kann man ganz normal durchlaufen, dann kommt man zu dem Endpunkt. Oder man nimmt den alternativen Weg, den zeige ich euch im Video, wie man ihn freischaltet, und dann kommt man hier unten hin. Hier unten gibt es auch unterschiedliche Pokémon, je nachdem in welcher Jahreszeit man vorher war. Gut, Pokémon, die wir hier 4 Sterne fotografieren können, sind eine ganze, ganze Menge. Wir haben einmal hier im Anfangsbereich Psyau, Trombork und Psyana. Dann haben wir im Herbst ein 4-Sterne-Foto von Knapfel und von Serpiroyal. Dann im Sommer haben wir ein 4-Sterne-Foto von, lass mich kurz überlegen, nein, wir haben hier kein 4-Sterne-Foto, aber wir müssen hier eine Interaktion ausführen mit Shenlong, damit wir dann ganz am Ende ein 4-Sterne-Foto von Pampam, Bisasam und Shenlong machen können. Dann im Frühling können wir ein 4-Sterne-Foto von Tengulist machen. Und im Winter können wir ein 4-Sterne-Foto von Gardevoir und von Vulnona machen. Und jetzt fällt mir gerade ein, doch, es gibt im Sommer ein 4-Sterne-Foto, und zwar von Fasasnob. Gut, das sind die 4-Sterne-Foto der Jahreszeitenbilder. Dann weiter im nächsten Zwischenbereich, quasi Area 3, können wir ein 4-Sterne-Foto von Sesokids, Psyau und von Kecleon machen. Dann kommen wir weiter zum einmal dem, wir fangen an mit dem alternativen Ende. Hier können wir ein 4-Sterne-Foto machen von Kronjuwild und von Knapfel. Des Weiteren natürlich auch von Shenlong, Bisasam und Pampam. Dafür müssen wir aber vorher im Sommer etwas freischalten. Und wir haben auch ein 4-Sterne-Foto von Vivillon. Dann zur allerletzten Streckenteil. Hier können wir ein 4-Sterne-Foto machen von Serpiroyal, Costurso und Celebi. Das einzige Pokémon von diesen ganzen Pokémon, die hier auf der Strecke sind, von dem man kein 4-Sterne-Foto machen kann, ist Carpador. Dafür geht er am besten in den Floreon Naturpark. Und das müsste alles gewesen sein. Ein Pokémon habe ich noch vergessen zu erwähnen, aber zumindest ich habe es erwähnt, Kecleon. Da gibt es noch ein zweites 4-Sterne-Foto, und zwar direkt hier am Anfang. Und das war's alles, und dann starten wir mal los zu den einzelnen Videosequenzen, wie man die einzelnen Bilder macht. Los geht's! So, jetzt hier im Wandelwald angekommen. Die allerersten zwei 4-Sterne-Fotos machen wir gleich im allerersten Streckenabschnitt. Und zwar von Psyau und Trombork. Dafür müssen wir hier
Einmal scannen, dann fliegt das Psiao hier vorne hin. Dann müssen wir das Psiao mit einer Lumina-Kugel abwerfen und das Trombok. Dann laufen die aufeinander zu. Das Trombok streckt seine Hand aus. Und Psiao fliegt jetzt auf seine Hand drauf. Wenn es dann auf seiner Hand drauf sitzt, ist das ein 4-Sterne-Foto von Psiao. Und es ist auch das 4-Sterne-Foto von Trombok. So, jetzt sehen wir einmal hier die 4-Sterne-Fotos von Trombok. Das ist wie gesagt immer, wenn das Psiao auf seiner Hand sitzt. Und von Psiao auch, wenn es auf die Hand aufsteigt und der Arm gehoben wird. Dann ist das 4-Sterne-Foto von Psiao. Hier bin ich gespannt, wie viele Punkte man da kriegt. Wie ihr seht, ich habe nur 3300 bisher. Schauen wir mal. So, was sagt denn Psiao? Da haben wir 3355 Punkte. Ah, ich glaube, das könnte jetzt ziemlich schwierig werden mit der Diamantsternbewertung wegen der Blickrichtung. Aber ich probiere es mal noch ein bisschen aus. Ansonsten muss ich noch mal gucken, ob es noch ein anderes alternatives 4-Sterne-Foto vom Psiao auf dieser Strecke gibt. Aber irgendwie wird man schon Diamantstern hinkriegen. So, bei Trombok ist das relativ einfach, die 4-Sterne-Bewertung zu bekommen. In Diamant, wie ihr seht, hier sogar meinen vorherigen Rekord gebrochen. Man musste auch gar nicht so krass zoomen, wie ihr seht, Größe 2000 Punkte, schön zentral in der Mitte und dann klappt das sehr einfach mit der Diamantbewertung. So, ein weiteres 4-Sterne-Foto, was hier möglich ist, ist von Kecleon. Und zwar, wenn wir hier gegenüber von dieser Gabelung sind, setzen wir den Scan ein, dann sehen wir hier 3x3 Fragezeichen. Und zwar befinden sich hier oben 3 Kecleon. Die stehen jetzt hier, kommen vorgelaufen, stehen hier am Rand. Wenn wir sie jetzt mit einer Lumina-Kugel abwerfen, dann erschrecken sie sich. Und dann laufen sie panisch durch die Gegend. Und immer wenn sie so panisch aufgescheucht durch die Gegend laufen, ist das ein 4-Sterne-Foto. Und hier seht ihr, wenn sie panisch durch die Gegend laufen, ist das 4-Sterne-Foto. Und wie ihr auch sehen könnt, kann man hier eine super gute Diamantbewertung bekommen. So, schauen wir mal, wie viele Punkte wir haben. Das hat jetzt nicht ganz für 4 Diamantstern gereicht, aber wie ihr seht, ist auf jeden Fall einfach, hier einen Diamantsternfoto zu bekommen. Aber es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, bei der es noch einfacher ist, Diamantstern zu bekommen. Die seht ihr später im Video. Als letztes Pucken, von dem wir ein 4-Sterne-Foto hier machen wollen, im ersten Abschnitt der Strecke, ist Psiana. Dafür müssen wir zuerst nicht mit Psiana interagieren, sondern erstmal den Weg hier wieder öffnen, durch Musik spielen. Dann geben wir etwas Gas und fahren dem Psiana hinterher. Jetzt, wenn es hier steht, wir fahren schöner ran. Jetzt werfen wir eine Lumina-Kugel auf es. Und wenn es sich freut, das ist das 4-Sterne-Foto von Psiana. Und wie ihr seht, wenn es sich freut und schön in die Kamera schaut, dann ist das 4-Sterne-Foto von Psiana. Und das hat sogar wunderbar für Diamantstern gereicht. So bekommt das 4-Sterne-Diamant-Foto von Psiana. So, bei dem Psiao-Bild mit Trombok ist es quasi, also ich finde gefühlt unmöglich für Psiao eine 4-Sterne-Diamant-Bewertung zu bekommen. Aber wenn ihr im zweiten Wald-Nebel-Teil seid, gibt es noch eine Alternative. Wir tun zuerst die erste Lumina-Kugel abwerfen, dann kommt hier dieses Sesokitz angelaufen. Wir werfen direkt die nächste Kristallblume ab und dann kommt das Sesokitz hierher gelaufen. So, wir machen jetzt gleich ein alternatives 4-Sterne-Psiao-Bild, wo es deutlich einfacher ist, eine 4-Sterne-Diamant-Bewertung zu bekommen. Wir fahren hier um die Ecke und werfen direkt hier vorne diese Kristallblume ab. Jetzt kommt gleich Psiao angeflogen. Ich bin hier extra die ganze Zeit rangezoomt, dass wir ein bisschen langsamer fahren. Und da kommt das Sesokitz angelaufen. Und jetzt interagieren die quasi gleich miteinander. Und jetzt spamme ich die Fotos auf das Psiao. Und wenn es sich hier freut, dann ist da auf jeden Fall ein 4-Sterne-Foto dabei. So, dann sind wir jetzt hier bei Psiao. Und da seht ihr hier das 4-Sterne-Foto, wenn es sich quasi gemeinsam mit dem Sesokitz an dieser Blume erfreut und sie zusammen Party machen, sage ich mal. Und bei Psiao, wie ihr seht, ich hatte schon ein 4-Sterne-Diamantbild genau aus derselben Richtung. Mal schauen, wie viele Punkte es jetzt sind. Na, ein Ticken weniger, 21 Punkte weniger, aber wie ihr seht, so kriegt ihr auch von Psiao das 4-Sterne-Diamantbild. Und jetzt machen wir das Ganze mit dem Sesokitz und dem Psiao gerade noch einmal. Also wieder die erste Blume aktivieren. Dann die zweite Blume aktivieren. Los, Sesokitz, auf geht's. Genau, es läuft weiter. Und dann die dritte Blume aktivieren. Und der große Unterschied ist, diesmal fokussieren wir uns nicht auf das Psiao, sondern auf das Sesokitz. Und ihr könnt es euch schon denken, das wird dann das 4-Sterne-Foto von Sesokitz.
So, jetzt noch ein paar Mal die Blume aktivieren. Dann kommt das Sesokids auch schon angelaufen. Und jetzt kommt es angehüpft. Hoch. Und diesmal den Fokus auf das Sesokids. Und wenn es sich freut, ist das das 4-Sterne-Foto von Sesokids. So, und wie ihr sehen könnt, wenn das Sesokids sich hier freut und mit dem Psyau abfeiert, dann ist das das 4-Sterne-Foto. Und wie ihr auch hier sehen könnt, da kriegt man auch ziemlich einfach eine Diamantbewertung. Und da sehen wir auch schon, wie viele Punkte hat das gegeben, das Bild. Oh, die Pose ziemlich versemmelt. Eieiei. Ah, also da eher in dem Sprung fotografieren. Aber wie ihr seht, sonst hier einwandfrei, super einfach. 4-Sterne-Diamant von Sesokids. So, als nächstes kommen wir zum 4-Sterne-Foto von Kikleon. Das ist ziemlich einfach. Wenn ihr den Jahreszeitenabschnitt der Strecke verlasst und in den zweiten Nebelteil kommt, müsst einfach direkt nach links schauen. Und zwar jetzt, wenn wir durch sind durch den Nebel. Jetzt schauen wir direkt nach links. Da liegt ein Kikleon. Wir scannen einmal, werfen eine Lumina-Kugel ab und fotografieren uns. Und das schlafende Kikleon ist auch schon das 4-Sterne-Foto von Kikleon. Und hier seht ihr direkt das schlafende Kikleon. Alle Bilder vom schlafenden Kikleon sind ein 4-Sterne-Foto. Und schauen wir mal, ob das für Diamantstellen langt. Auch wenn ich schon Diamantstellen habe. Und sogar ein neuer Rekord, sehr cool. So bekommt ihr das 4-Sterne-Diamant-Foto von Kikleon, eins der einfachsten auf der gesamten Strecke. So, ich zeige euch jetzt, wie man zur alternativen Endstrecke kommt und gleichzeitig auch das 4-Sterne-Bild, eins von beiden, von Kronjuwel macht. Wir aktivieren wieder die erste Blume hier. Dann kommt Sesokids angelaufen. Wir aktivieren die zweite Blume hier. Und Sesokids kommt zur nächsten Blume gelaufen. Wir fahren weiter zur dritten, diesmal aktivieren aber nicht die vordere, sondern die hintere Blume. Das ist ganz wichtig, sonst kommt Sesokids nämlich hier vorne gelaufen, dann klappt das nicht. Es muss jetzt zur hinteren laufen. Da kommst du. Da kommt es angelaufen, sehr gut, weiter geht's. Jetzt kommen wir hier zu einer Blume, die wir nicht aktivieren. Wichtig, nicht, Ausrufezeichen, nicht, oder? Doch, doch, Entschuldigung, die müssen wir aktivieren. Ei, wo bin ich mit den Gedanken? Also die vierte aktivieren, die hintere, 1, 2, dann die hintere und dann wieder. Dann haben wir hier Psyana und Sesokids, die sich hier ihres Lebens erfreuen. Und dann kommt jetzt gleich Kronjuwel angelaufen. Na, wo bleibst du? Wo bleibt das Kron... Da ist das Kronjuwel, gar nicht gesehen, wo es herkam. Wenn es sich hier freut und jault, ist das das 4-Sterne-Foto von Kronjuwel. Jetzt rennt das Psyana weg und die beiden hinterher. Und die laufen dann hier entlang. Wenn ihr die Strecke noch nicht freigeschaltet habt, könnt ihr jetzt das allererste Mal durch Scannen ihnen hinterher. Wenn ihr sie einmal freigeschaltet habt, könnt ihr das immer wieder machen. Dann müsst ihr nicht die ganze Prozedur davor machen. Dann könnt ihr einfach bis zu dem Punkt fahren, scannen und hier abbiegen. Und so schaltet die alternative Route frei. So, und wie ihr sehen könnt hier, wenn das Kronjuwel hier ankommt bei der Gang und jault, dann ist das das erste 4-Sterne-Foto, was man von ihm auf dieser Strecke machen kann. Und hier sehen wir auch, dass man hier relativ einfach 4-Sterne-Diamant bekommt und sogar ein neuer Rekord. Sehr, sehr cool. So, wenn wir jetzt hier auf der letzten Lichtung ankommen, am Ende der alternativen Strecke, seht ihr rechts eine Lichtung, wo alle Formen von Sesokids und Kronjuwel sind. Wir spammen jetzt Äpfel in die Mitte, damit alle beisammen in die Mitte kommen. Lecker, lecker Äpfel. Wer hat Lust auf Äpfel? Es ist Apfelzeit. Jetzt, wenn alle in der Mitte sind, werfen wir nochmal die Blume ab und spielen ein Liedchen und dann freuen die sich alle. Und das ist ein 4-Sterne-Foto von Kronjuwel. Und hier seht ihr das 4-Sterne-Foto von Kronjuwel. Sehr cool. Vielleicht kann man es auch richtig timen, dass man tatsächlich alle Formen drauf kriegt. Aber hier ist auch schon cool mit den verschiedenen Jahreszeitformen. Und Kronjuwel, wie viele Punkte bringst du uns? Perfect Timing höre ich doch gerne. Oh, ein neuer Rekord. Richtig krass sogar. 5603. So bekommt ihr das 4-Sterne-Diamant-Foto Nummer 2 von Kronjuwel auf dieser Strecke. Das nächste 4-Sterne-Foto, was wir knipsen können, hier ist von Loturzel. Wir werfen es einmal mit einem Apfel ab, das findet es nicht so geil. Und verschwindet jetzt hier im Wasser, plitsch, platsch. Jetzt haben wir noch mehr Loturzel. Die müssen wir alle einmal zum Leuchten bringen. Und jetzt spielen wir Musik und dann tauchen die alle ab. Sie machen eine Runde Tauchgang.
Das da vorne hüpft ja auch cool. Aber wir wollen uns diese hier brauchen. Jetzt kommen sie gleich hoch und sie haben sich jetzt gestapelt. Wie verrückt ist denn das? Jetzt fotografieren wir es und wenn es sich so freut und vibet, wir müssen eine Lumina-Kugel abwerfen. Das ist das 4-Sterne-Foto von Loturze. Und hier seht ihr die 4-Sterne-Fotos von Loturze. Wie gesagt, immer wenn es hier auf den, das oberste Loturze auf den anderen drauf ist und ordentlich abfeiert, sag ich mal. Und das Foto von Loturze, Perfect Timing, höre ich immer gerne. Und ein neuer Rekord, sehr cool. So bekommt das 4-Sterne-Diamant-Foto von Loturze. So, jetzt kommen wir zum letzten Pokémon auf diesem Streckenabschnitt, von dem wir ein 4-Sterne-Foto machen können. Zum letzten, das mir bekannt ist. Wir scannen einmal, um das Psyana runterzuholen. Das ist wichtig. Wir müssen nämlich jetzt fast das gleiche nochmal machen. Einen leckeren Apfel hinwerfen. Nom 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 nom. Sehr gut, wir müssen jetzt das gleiche nochmal machen, um alle Formen von Kronjuwild in die Mitte zu locken. Und Psyana kommt hier hoch, hops. Und los, und jetzt werfen wir es wieder mit Kulumina-Kugeln ab, bis es gleich wieder verschwindet. Das ist wichtig, damit auch alle Kronjuwild beisammen kommen. Und es ist wieder weg. Jetzt müssen wir die Blume wieder aktivieren, genauso wie beim letzten Mal. Und jetzt kommt der Apfelspam, dass alle hier in die Mitte kommen. Na Leute, 1, 2, da hinten kommen die beiden, hier du auch, Bro. Und der Kollege da hinten auch. So, jetzt haben wir gleich alle da. Nochmal die Blume aktivieren. Der Kollege da hinten, der soll auch mal hier vorkommen. So, jetzt haben wir gleich alle in der Lichtung. Jetzt spielen wir wieder Musik und alle eskalieren. Und wenn wir jetzt uns umdrehen, sehen wir hier hinten Vivillon. Das war jetzt schlechtes Timing. Wenn man das besser timet, dann sieht man die hier oben. Und das ist ein 4-Sterne-Foto von Vivillon. Und hier seht ihr gerade noch die letzten Züge des Vivillons. Ist ein 4-Sterne-Foto. Wird ziemlich wenig Punkte geben. Aber wenn ihr das ein bisschen besser timet, ihr müsst dann schneller rüber gucken, dann seht ihr die Vivillon auch komplett. Vivillon, da muss ich glaube ich nicht drüber reden, dass das grottig war. Aber gut, auch hier ein 4-Sterne-Foto möglich. Wie gesagt, wenn ihr die Diamantbewertung wollt, geht am besten ins Basiscamp. So, jetzt habe ich ganz fix das Ganze nochmal wiederholt. Jetzt seht ihr ja, da hat 3 Vivillon. Wir sehen sie deutlich besser, aber wie zu erwarten war, hier gibt es keine Diamantsternbewertung. Um zur Frühlingsstrecke zu kommen, biegen wir nicht rechts ab, sondern wir fahren geradeaus und wir werfen Psyana einen Apfel zu. Jetzt geht es zum Apfel, es isst ihn nicht wirklich, er schrickt und läuft weg. Und das ist der Trigger dafür, dass wir zur Frühlingsstrecke kommen. Und schon sind wir hier im Frühling angekommen. Und wir versuchen jetzt das 4-Sterne-Foto von Tengulis zu machen. Das sitzt hier oben. Das müssen wir einmal mit einem Apfel abwerfen. Das findet es jetzt nicht so cool. Und springt hier einmal durch die Bäume. Und bleibt gleich hier, glaube ich, noch einmal stehen. Nein, es läuft weiter. Oh, immer weiter, immer weiter. Oh, wo bist du, Tengulis? Es kommt hier langsam vorgelaufen. Und setzt seinen Blütenwirbel ein und lacht auch noch so hämisch. Und wenn es diese Blütenwirbelattacke einsetzt, ist das das 4-Sterne-Foto von Tengulis. Und hier seht ihr das Foto, wenn es gerade mitten in seinem, ja, Blütenwirbel, schreibt die Attacke am besten, wenn es Blütenwirbel einsetzt. Ist das das 4-Sterne-Foto? Das ist mitten in der Animation. Das könnte ziemlich gut sein. Schön zentrales Bild. Das ist nicht so cool, aber schauen wir, was der Professor sagt. So, das ist auch mein First Try. Das Foto habe ich noch nicht geknipst. Und wie viele Punkte kriegen wir? Jawollo! Easy 4-Sterne-Diamant von Tengulis. Um zur Sommerstrecke zu kommen, beobachten wir wieder hier unseren Auslöser Psyana. Diesmal müssen wir nicht hier abbiegen, wir zur Sommerstrecke, sondern wir müssen es ganz einfach mit einem Lumina Orb abwerfen. Jetzt freut es sich, läuft hier um die Ecke, wir fahren jetzt mit Turbo hinterher, wir werfen es einfach nur ab, kein Scannen, kein Apfel werfen, einfach nur ein Orb und dann kommen wir jetzt zur Sommerstrecke. Und auf der Sommerstrecke kann man ein 4-Sterne-Foto machen, und zwar von Fuzzerslop, das zeige ich euch gleich im Anschluss, aber zuerst kümmern wir uns um das 4-Sterne-Foto von Senlong, Pam Pam und Bisasam.
Das können wir nicht direkt hier machen, aber wir können es hier auslösen. Dafür fahren wir hier einmal hoch um die Ecke und müssen jetzt hier einfach nur das Zhenlong mit einer Lumina-Kugel abwerfen. Dann wird es aufmerksam auf uns und fliegt jetzt gleich weg, glaube ich. Oder nächstes bleibt einfach sitzen. Gut, das war's auch schon. Einfach nur Lumina-Kugel und weiter geht's. Wenn wir hier scannen und abbiegen, den alternativen Weg, fahren wir jetzt zum alternativen Ende der Strecke. Und dann können wir jetzt gleich das 4-Sterne-Foto knipsen. Und zwar hier angekommen sehen wir jetzt gleich Zhenlong mit Bisasam und Pampam. Und wie ihr seht, die beiden sind hier auf dem Zhenlong unterwegs. Wir fahren schnell hinterher. Es ist ziemlich knifflig, hier eine sehr gute Bewertung zu kriegen, aber das werde ich gleich natürlich noch ausprobieren. Und die ganze Zeit, wo sie drauf sitzen, ist das 4-Sterne-Foto von allen 3 Pokémon. Gut. Und das ist aber auch noch nicht alles. Ein weiteres 4-Sterne-Foto, was man auch für eine Quest braucht von Zhenlong. Das zeige ich euch gleich auch noch, wenn dieser Sam hier mal runtergesprungen ist. Und zwar müssen wir dafür, dass Zhenlong einfach nur ganz lange mit Äpfeln abwerfen. Dann wird es gleich sauer. Und noch ein und noch ein. Gleich haben wir es so, ich weiß gar nicht. Und jetzt ist es hier so sauer auf uns. Warum wirfst du mich mit Äpfeln ab? Was soll der Mist? Und das ist noch ein 4-Sterne-Foto von Zhenlong, wo ich finde, ist deutlich einfacher, als eine 4-Sterne-Bewertung zu bekommen. Und hier haben wir das 4-Sterne-Foto von Pampam, wie es auf dem Kopf von Zhenlong sitzt. Wie ihr seht hier, nicht so viel Punkte, da muss ich mal rumprobieren, wie viel besser ich das hinkriege. Mal schauen. Hier haben wir 4-Sterne-Foto von Bisasam. Das ist ein bisschen knifflig, den Fokus auf das Bisasam zu kriegen. Ist möglich. Muss ich auch nochmal ausprobieren, ob hier Diamantsternbewertung möglich ist. Und hier haben wir die Fotos von Zhenlong. Einmal, wenn die ganze Truppe auf ihm fährt, reitet, wie auch immer. Und hier seht ihr auch oben in der Ecke das Bild, was ich schon mal gemacht habe von dem Guten. Wenn er in Rage ist, haben wir hier einmal und habe ich noch ein Rage-Bild. Ja, hier nochmal, sehr cool. Weil ich sagen muss, dass das, was ich vorher gemacht habe, schon ein bisschen gelungener. Und wir reichen jetzt auch mal eins von denen ein, um zu gucken, auch wie viele Punkte das gibt. Ist natürlich schwierig, weil es nicht wirklich in die Kamera guckt. Nehmen wir mal, na, hier ist die Größe gut und schön in der Mitte, finde ich. Nehmen wir das. Und dann haben wir Pampam. Ja, es ist besser, aber immer noch nicht gut. Mal schauen. Ansonsten gibt es bestimmt noch ein alternatives 4-Sterne-Bild, wo man eine Diamantsteinbewertung bekommt, falls es hier nicht möglich ist. Hier haben wir Zhenlong mal mit der anderen Pose. Schauen wir, wie viele Punkte das gibt. Ah, nicht ganz, aber es ist möglich, Diamantstein zu bekommen. Einfacher ist die Pose, wo es sich aufregt, wenn es so in Rage ist. Und wie viele Punkte haben wir bei dieser Samen? Das wird ziemlich mies sein, glaube ich. Ja. Nicht so gut. Na, probiere ich auch nochmal aus, ob ich da eine bessere Bewertung kriege, aber vielleicht ist Diamantstern schwierig. Ansonsten gibt es eventuell auch ein alternatives 4-Sterne-Diamant-Bild von Bisasam, muss es ja geben. So, ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, mir ein bisschen mehr Gas geben, dass wir weiter vorne sind. Mal schauen, ob das jetzt langt für Diamantstern von Bisasam. Und zwar ja, sehr schön. So bekommt man auch das Diamantstern 4-Sterne-Foto von Bisasam. So, wie viele Punkte haben wir denn diesmal? Okay, okay, okay. Halleluja, 4-Sterne-Diamant, endlich. Ich sag euch, ihr glaubt nicht, wie lange ich gerade rumprobiert habe, hier Diamantsternbewertung zu bekommen. Ich weiß leider von keinem anderen Pampam-Bild, das hier ist wirklich Grind, vor allem weil das am Ende der Strecke ist. Man braucht so viel Zeit dafür, aber wie ihr seht, es ist möglich. Der Trick der ganzen Sache, was ich jetzt mittlerweile rausgefunden habe, ist, wenn ihr auf die Strecke kommt, spammt die Scan-Funktion und sobald es in der Nähe ist, es auftaucht das Pampam, müsst ihr scannen und es mit einer Lumina-Kugel abwerfen. Dann leuchtet es und dann bekommt ihr hier auf Pose 950 Punkte. Vorher hatte ich das Problem, dass ich die ganze Zeit nur 500 Punkte bekommen habe. Das hilft schon mal sehr. Und dann die Klassiker. Versucht die Positionierung, die Größe gut hinzukriegen. Und dann ist es auch bei diesem unglaublich schweren Bild möglich, die Diamantsternbewertung zu bekommen. Und am Ende der Sommerstrecke haben wir jetzt das nächste Foto. Und zwar
Faser Snob, da müssen wir hier um die Ecke fahren, kurz vor Ende. Da sehen wir einmal die zwei Faser Snob, das männliche Exemplar und das weibliche Exemplar, das weibliche im Nest. Hier bekommen wir jetzt das 4-Sterne-Foto, in dem wir Faser Snob mit einem Apfel abwerfen und dann regt es sich so auf. Und das ist schon das 4-Sterne-Foto von Faser Snob. Und hier seht ihr, wenn das Faser Snob aufsteht, sodass man hier das Ei bei ihm auch sieht. Ich glaube, das ist auch der Trigger, dass man das Ei sieht. Dann, hier sehen wir das Ei jetzt nicht, weil das männlich davor ist, aber da theoretisch würde man das Ei sehen. Dann ist das das 4-Sterne-Foto. Wie ihr seht, habe ich hier auch schon die Diamantsteinbewertung bekommen. Da habe ich nur sehr, sehr spät ausgelöst. Deswegen war da schon kurz davor, dass wir in den Nebel rein sind. Also ich hätte gerne eins. Hoffentlich langt eins von den Bildern, weil das ist schon ziemlich cool. Guck mal, wie viele Punkte es gibt. Und wir haben eine Diamantsternbewertung mit sogar 5100. Sehr schön, ein sehr cooles Bild. So bekommt ihr von Faser Snob das 4-Sterne-Diamantfoto. Jetzt zeige ich euch, wie man zur Herbststrecke kommt. Dafür müssen wir hier einmal scannen. Nein, wir müssen erst Musik spielen, sorry, damit das Trombok den Weg freigibt. Dann müssen wir scannen, sobald es den Weg freigegeben hat. Und können hier rechts abbiegen. Für den Herbst müssen wir nämlich hier lang. Jetzt läuft das Psyana hier vor. Und jetzt müssen wir ihm, so wie wenn wir zum Frühling wollen, einen Apfel zuwerfen. Es isst ihn nicht wirklich, so wie beim ersten Mal. Und rennt weg und wir fahren ihm hinterher. Und dann kommen wir zum Herbst. Hier auf der Herbststrecke angekommen, gibt es gleich hier vorne das Foto von Knarfel. Dafür müssen wir hier ein paar Äpfel hinwerfen, damit das Seso-Kids hier vorläuft. Und hier liegt nämlich, das ist nämlich kein Samtapfel, das ist ein Knarpfel. Und dann will jetzt gleich das Seso-Kids zum Knarpfel, wenn das Kronjuwel nicht im Weg steht. Und es erschreckt sich vor dem Knarpfel, beziehungsweise das Knarpfel erschreckt das Seso-Kids. Und das ist das 4-Sterne-Foto und das muss ich definitiv nochmal neu machen. So, und hier seht ihr die wunderbaren 4-Sterne-Fotos. Das vom Timing war Banane. Ich probiere das gleich nochmal. So, im Herbst angekommen, Versuch Nummer 2. Wir werfen wieder die Äpfel, um das Seso-Kids zum Knarpfen zu locken. Komm schon, Seso-Kids. Sehr gut, sehr gut. Es läuft hin. Und jetzt Fuchs auf das Knarpfen. Und jetzt haben wir es aber. Und das Knarpfen verscheucht das Seso-Kids. Und hier haben wir das Foto, ist jetzt nicht so spektakulär, aber das ist das 4-Sterne-Foto von Knarpel. Jetzt sehen wir auch, was passiert ist. Beugt sich vor, wackelt mit seinem Schwänzchen und verscheucht das Seso-Kids. Und wie viele Punkte gibt es für das Foto? Weil ich weiß nicht, ob er da wirklich viel näher rankommt. Uff, mal schauen, ob man da noch Diamantstern hinkriegt. Von Knarpel gibt es noch ein zweites Diamantstern-Foto. Dafür müssen wir zum alternativen Streckenende. Und zwar sitzt jetzt hier in einem der Bäume, beziehungsweise hängt der Apfelknarpfel. Ich weiß gerade gar nicht genau, welcher Baum das ist. Das entdecken wir doch bestimmt gemeinsam. Na, in welchem Baum haben wir es? Ah, da vorne hängt es, da hängt es. Das Knarpfel. Wir werfen es jetzt mit einer Lumina-Kugel ab. Wir fahren noch ein Stück näher für das perfekte Foto. Werfen es jetzt mit einem Apfel ab. Dann fällt es runter und ploppt aus dem Apfel raus und springt dann wieder rein. Und wenn es kurz draußen ist, das ist das 4-Sterne-Foto. Und wie ihr seht, wenn das Knarpfel außerhalb des Apfels ist, ist es, glaube ich, das perfekte Foto. Wobei, wenn es reinspringt, sieht auch ganz cool aus. Aber dann ist man auch deutlich näher dran und wir schauen mal, wie viele Punkte wir dafür kriegen. Ah, das hat noch nicht ganz gelangt, aber mit ein bisschen Üben kriegt man hier die Diamantsternbewertung. So, nach ein paar weiteren Versuchen habe ich dieses schöne Foto geschossen. Mal schauen, wie viele Punkte es dafür jetzt gibt. Und das langt doch sehr cool. So bekommt ihr das 4-Sterne-Diamant-Foto von Knarpze. Hier ist so noch kurz als Ergänzung. Es ist wichtig, dass ihr vorher auf der Strecke den Herbst besucht habt. Das ist mir eben aufgefallen beim Reproduzieren des Ganzen. Wenn ihr eine andere Jahreszeit besucht, hängt dieses Knarpze nicht im Baum. Ihr müsst vorher beim Herbst vorbeischauen. So, hier auf der Herbststrecke gibt es noch ein zweites 4-Sterne-Foto, das mir bekannt ist, was wir jetzt gleich noch knipsen werden. Und zwar von Serpi Royal. Dafür müssen wir einmal hier hinfahren. Serpi Royal mit einem Lumina-Orb abwerfen und Musik spielen.
Es schreckt auf, jetzt fährt es, nein, es fährt nicht. Jetzt geht es zu dem kleinen Sesokids und macht eine Blütenwirbelattacke. Na, nochmal Orb und nochmal Musik. Jetzt aber los, Blütenwirbelattacke. Und ab geht's. Und das ist auch ein 4-Sterne-Foto von Serp Royal. Und hier seht ihr das 4-Sterne-Foto von Serp Royal kurz bevor und während es den Blütenwirbel einsetzt. Das Bild finde ich ziemlich cool. Schauen wir, wie viele Punkte es gibt. Und was schon. Oh, Pose nicht so gut. Eieieiei. Aber wie ihr seht, kann man auch hier ziemlich einfach eine 4-Sterne-Diamant-Bewertung von Serp Royal bekommen. Um zur Winterstrecke zu gelangen, müssen wir hier einmal Musik spielen, dass wir hier die alternative Route fahren können. Das Tromborg macht jetzt hier den Weg frei und jetzt können wir scannen und hier langfahren. Jetzt beobachten wir wieder unseren Auslöser, das Psyana. Und jetzt wollen wir zur Winterroute, dafür werfen wir es mit einem Lumina-Orb ab. Es freut sich und eilt uns voraus und wir fahren ihm jetzt hinterher. Und so kommen wir garantiert zur Winterstrecke. Bei der Winterstrecke angekommen, fokussieren wir jetzt hier das Gardevoir. Wir werfen es jetzt ganz lang mit Lumina-Kugeln ab. Die Gauntletoid mit Lumina-Kugeln, dann teleportiert sich es weg. Jetzt taucht es hier oben auf und wir werfen es wieder mit Lumina-Kugeln ab. Die Gauntletoid, bis sich es wegteleportiert. Jupp. Und jetzt teleportiert sich hier vorne hin und wir machen das ganze Spiel nochmal. Gardevoir interagiert hier die ganze Zeit schön mit den Sesokids und wir werfen es die ganze Zeit mit Lumina-Kugeln ab. Es schneit den Schnee, schmeißt den Schnee durch die Gegend und jetzt teleportiert es gleich wieder weg. Und zwar schwupps hier auf die andere Seite. Jetzt geben wir ein bisschen Gas für eine schöne Fotoposition. Wir aktivieren nämlich jetzt hier diese Blume. Wir wollen schön nah ran. Und jetzt macht Gardevoir Action. Es macht nämlich jetzt hier einen Eiszauber, warum auch immer das Psycho-Pokémon hier Eisattacken einsetzt. Und das während das die ganze Zauberei und hier mit dem tollen Eisbaum, das ist das 4-Sterne-Foto von Gardevoir. So, und hier sehen wir die 4-Sterne-Foto von Gardevoir. Das ist wie gesagt einmal kurz bevor es den Zauber einsetzt, die Psycho-Eis, was auch immer Attacke. Und das ist, bis es hier mit der Attacke fertig ist, also quasi nur während der Durchführung der Attacke. Müssen wir jetzt mal gucken, wie viele Punkte es gibt, ansonsten muss man nochmal einen Tick weiterfahren, dann passt auch die Blickrichtung jetzt bestimmt richtig viele Punkte. Und dann schauen wir, wie viele Punkte es gegeben hat. Oh, Pose ist mies bei dem Bild. Eieiei, Größe dafür gut. Ich glaube, das muss ich gleich nochmal machen. So, ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, dass ich einen Tick weiter bin bei der Strecke, wie ich auch gesagt hatte, mehr Punkte für Blickrichtung. Schau, ob das jetzt gelangt hat. Pose haben wir jetzt auch mehr Punkte, weil mehr während die Magic passiert fotografiert wurde. Größe ist nicht so gut, das ist schade. Aber 4 Sterne Diamant, wie ihr seht, wenn man da die Größe noch rauskitzelt, sind da auf jeden Fall 5000 Punkte drin. Also, nices Bild, 4 Sterne Diamant von Gardevoir. So, für das zweite 4-Sterne-Bild, was auf der Winterstrecke möglich ist, und zwar von Vulona, beginnen wir erstmal wieder genauso wie eben. Wir spammen wieder Lumina-Kugeln auf Gardevoir, was sich gleich wieder wegteleportiert und da oben auf den Baum landet. Hier wieder selbes Spiel, wir spammen Lumina-Kugeln auf Gardevoir und teleportiert sich gleich wieder weg. Und weg ist es. Und jetzt taucht es ja wieder da vorne an der Ecke auf. Diesmal machen wir gar nichts. Wir bleiben rangezoomt, dass wir ein bisschen langsamer fahren, gleich für ein schönes Vulona-Foto. Und es kommt wieder genau dieselbe Animation, nur diesmal werfen wir keine Lumina-Kugel und es wird sich trotzdem genauso wegteleportieren. Es läuft seine Runde und weg ist es. Und jetzt werfen wir Äpfel auf die Sesokids. Wir wollen die nämlich jetzt, so böse es klingt, wir wollen sie jetzt vertreiben. So, das erste ist da oben, einmal abwerfen und das andere rennt schon von alleine weg. Dann kommt nämlich jetzt hier Vulnona runtergesprungen. Und sobald Vulnona da ist, ärgern wir es, indem wir es mit einem Apfel abwerfen. Es findet es gar nicht so cool und setzt jetzt seine Geisterball, Shadowball, was auch immer, Feuerkugelattacke ein. Und das ist das 4-Sterne-Foto von Vulnona. Und hier seht ihr die 4-Sterne-Fotos von Vulnona. Und das ist die gesamte Zeit, während es seine Geisterfeuerkugeln hier einsetzt. So, und Vulnona. Oh, Pose diesmal ein bisschen besser als beim vorherigen Bild. Größe dafür etwas schlechter. Cool.
Und in Summe, leider etwas schlechter, aber 4 Sterne Diamant von Vulnona, so bekommt ihr das Bild. So, jetzt kommen wir zum ganz klassischen Ende der Strecke. Und zwar diesmal kein alternativer Weg, der ganz klassische Ende. Und da müssen wir jetzt das 4-Sterne-Foto von Kostur so machen. Dafür ärgern wir das ein bisschen mit Äpfeln. Wir werfen es die ganze Zeit mit Äpfeln ab. Und dann verfolgt es uns. Und wir, das Kart fährt auf einmal schneller, fahren vor den Kostur so weg unter den schützenden Baum. Hier angekommen, jetzt auf der anderen Seite des Baums, kommt hier ein Kostur so rausgelaufen. Das ärgern wir jetzt wieder mit Äpfeln. Wir werfen es die ganze Zeit mit Äpfeln ab und gleich fängt es an, uns zu jagen. Genau, jetzt jagen die uns. Und das, da muss man dann schnell sein, wenn man gleich am Streckenende schon ist, ist das 4-Sterne-Foto von Kosturso. Und hier seht ihr, wenn das Kosturso uns verfolgt, dann ist das ein 4-Sterne-Foto. Und am besten nimmt man da hier das, wenn die ganze Gruppe einem verfolgt. Da gibt es dann meiner Erfahrung nach relativ einfach Diamantstern. Ich finde, das ist ganz cool. Ziemlich schön zentral, ziemlich groß. Schau, wie viele Punkte es gibt. Und wie viele Punkte haben wir? Oh ja, sehr schön. Ein neuer Rekord. So bekommt ihr das 4-Sterne-Diamant-Foto von Kosturso mal zur Abwechslung wieder ein einfacheres. So, das nächste 4-Sterne-Foto, was ansteht, ist sehr royal. Wenn wir hier unter dem Baum durchfahren, bei den sehr großen Wurzeln, dann sehen wir hier den Schwanz von Serproyal. Wir versuchen es mit einem Orb zu treffen. Das hat ja tatsächlich im ersten Versuch direkt geklappt. Sehr cool. Dann kommt es hier raus. Jetzt müssen wir es füttern. Werfen wir ihm einen Apfel zu. Es ist den Apfel. Nom 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 nom. Und wir spielen einmal Musik. Es freut sich. Und dann rollt es sich so zusammen. Und wenn es so zusammengerollt ist, ist das das 4-Sterne-Foto von Serproyal. Und hier seht ihr, wenn das Serproyal zusammengerollt, haben wir das 4-Sterne-Foto. Ich bin mal gespannt, ob das langt für eine Diamantsternbewertung, weil Blickrichtung passt ja nicht so wirklich. Und wie viele Punkte bekommen wir für das Bild? Nicht ganz 4-Sterne-Diamant. Das muss ich wohl nochmal probieren. Wie gesagt, die Blickrichtung. So, jetzt habe ich das Ganze nochmal ausprobiert. Die Blickrichtung sollte jetzt besser sein. Ja, und jetzt langt das auch für Diamantstern. So bekommt ihr das 4-Sterne-Diamant-Foto von Serproyal. Jetzt kommen wir zum allerletzten 4-Sterne-Foto. Ihr seht es schon vorbeifliegen. Das ist Celebi und das ist Postgame-Only. Ihr müsst also den Story-Modus durchgespielt haben. Und dann können wir das 4-Sterne-Foto von Celebi machen. Als allererst müssen wir dafür Celebi in seinem Flug unterbrechen, indem wir es mit einer Lumina-Kugel abwerfen und dann teleportiert es sich weg. Dann müssen wir weiterfahren und zwar hier unter dem Baum durch und den Blick direkt nach rechts wenden und zu diesen Äpfeln werfen wir einen weiteren. Dann taucht hier Celebi auf, sieht diesen leckeren Apfel und verspeist diesen nom 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 und dann teleportiert es sich auch schon wieder weg. Und schwupp, weg ist es. Und wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir jetzt, wie es sich hier hin teleportiert. Jetzt werfen wir eine Lumina-Kugel auf das Celebi. Jetzt hören wir schon hier ein bisschen dieses Glitzern, Funkeln, was Celebi im Flug gemacht hat. Und jetzt sind hier oben 3 neue Celebi gekommen. Die fliegen jetzt hier runter und immer wenn wir jetzt Fotos machen von dieser ganzen Celebi-Horde, ist das ein 4-Sterne-Foto. Und wenn sie jetzt, die fliegen jetzt hier einmal um den Baum rum, dann kommen sie direkt an einem vorbei und da kann man perfekt das Diamantsternfoto machen. Und wie ihr seht, wenn hier die ganze Armada Celebis ist, einmal als sie hier zusammenkommen, ist 4-Sterne-Foto und dann auch wenn sie hier geschlossen an einem direkt vorbeifliegen, da kann man ein klasse Diamantsternfoto machen. Nehmen wir mal das, schön groß und zentral. Und hier seht ihr, wie viele Punkte, Pose 1500. Größe sehr gut. 6225 Punkte. Wow, ich weiß nicht, ob ich jemals so viele Punkte auf einem Bild bekomme, aber hier seht ihr. So bekommt ihr super easy vom allerletzten Pokémon, was uns noch gefehlt hat. Celebi, das 4-Sterne-Diamant-Foto.
So, das ist die vielleicht komplexeste Strecke von ganz New Pokémon Snap und somit die vorletzte, die uns auf Bellos noch gefehlt hat. Im nächsten Video sehen wir uns dann nun die Lumina-Zone auf Bellos an. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Es konnte euch hoffentlich helfen. Hier gibt es ja einige 4-Sterne-Fotos und auch viele versteckte. Was aber nicht bedeutet, dass ich wirklich alle gefunden habt. Also, wie immer, falls ihr auf dieser gesamten Strecke noch ein 4-Sterne-Foto gefunden habt, was ich nicht im Video habe, schreibt mir Kommentare, freut mich riesig, ich möchte es unbedingt nachstellen. Ja, des Weiteren hoffe ich, dass alles gut reproduzierbar war. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare, die können wir bestimmt klären. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vergesst auf keinen Fall, das Video zu liken. Das hilft extremst, dass das Video ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr Leute meine Videos sehen. Außerdem vergesst nicht zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Die nächsten Guides kommen bestimmt. Und ja, was soll ich dann hier noch groß sagen? Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal ist das Ganze hoffentlich nicht ganz so kompliziert mit verschiedenen Streckenabschnitten und wie man was freischaltet. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.